Aber es ist schön hier, muss ich sagen. Es gefällt mir hier draußen. Es gibt doch aufgeladene Angriffe. Wusste ich nicht. Hier draußen ist das Laub einfach rot, weil wir jetzt hier draußen sind. Aber der Baum ist der gleiche hier. Gut. Ist das ein Boss? Einfach mit Pfeilen zugespammt. Komme ich dort durch den Schlitz irgendwie durch? Also hier das Stück Wand, was dort so rumflackert. Entweder kriege ich die Tasten, kommen wir gerade nicht hin oder da geht es einfach nicht lang. Ich weiß nicht. Oh, was bist du für ein süßes Ding? Du bist ja, siehst ja richtig süß aus. Du bist bestimmt ganz schön gefährlich. Ja, aber du siehst süß aus. Das geht. So, ich gehe von aus, die Blume da oben muss ich... Die muss ich bestimmt anschießen. Komme ich nur trotzdem nicht hoch. Muss aber. Oder? Geht's unten weiter. Also ich muss sagen, es macht schon Spaß, das Spiel. Also, da unten sitzt auf jeden Fall wieder so ein Viech. Gefällt mir. Ich weiß gar nicht, was das Spiel kostet. Ist das ein Gegner? Leben die Lianen? Oder sieht das gerade nur so ein bisschen komisch aus? Ist wieder Laub. Kommen wir schon wieder zu einem Baum? Okay, wenn wir verfehlen, rutschen wir hier runter. Da ist was an der Decke. Ich würde schon gern gucken, was da unten ist. Wir gehen erst runter. Ich glaube, da oben sind wir richtig.
sieht gerade ein bisschen komplizierter aus hier. Oh oh, das finde ich nicht gut. Ich hab... Nein! Damit da jetzt hier kein Boss... Insignie von Persepolis. Khosrow war immer sehr angetan von Bijan und beauftragte Mortesa sogar, ein Gedicht über ihn zu schreiben. Khosrow war der Erste, der sich zur Rekrutierung meldete, als er sah, dass sich Bijan Ardashirs... Oh Gott, diese Namen, es tut mir so leid. Ardashirs Männern angeschlossen hatte. Es ist ja mit den Namen fast noch schlimmer als bei Assassin's Creed Mirage. Cool, aber Boss oder so... Also ich glaube, die Welt ist relativ groß. An Bäumen speichert es auch. Ich hätte gerne die Möglichkeit, irgendwie dahin zurückzureisen. Stand das nicht erst eigentlich irgendwo da, dass ich irgendwie was zurückreisen kann oder so? Vielleicht auch nicht. Das war bloß Einbildung. Warte mal. So geht's aber nicht so. Nein. So. Okay, jetzt kommen wir nach oben. Hier rum. Vorbeigesprungen. Wartet nochmal. Oh no! Oh nein, jetzt ist es ein bisschen wie Ori. Jetzt muss man so schnell überlegen, was man so für Fähigkeiten hat. Ich werde daran scheitern. Ich glaube, ich schaffe es aber auch nicht erst zu schießen, wenn ich auf diesem orangenen Blatt hier stehe. Ja. Mann, wo schieße ich denn jetzt mal hin? Okay. Konzentration jetzt. Oh Gott, falsche Taste, nicht runter. Thank you.
Oh Gott. Panik. Das war die pure Panik, die jetzt aus mir gesprochen hat. Ich habe irgendwelche Tasten gedrückt. Na, vorbei. Oh. Nein! Jetzt bin ich wieder hier. Es dauert noch einen Moment. Ich hoffe, ihr habt noch Zeit. Ich muss aber auch sagen, das Steuern von diesem Pfeil oder was das hier ist, das ist gar nicht so einfach. Ich schieb's natürlich aufs Spiel. Es liegt nicht an meinen Fähigkeiten. Es liegt am Spiel. An was auch sonst. Die könnten auch mal ein bisschen mehr gönnen. So ein bisschen eine größere Hitbox. Oh, was war das denn jetzt? Warum bin ich denn da jetzt durchgefallen? Auf jeden Fall Punktabzug für das Spiel. Ich mag solche Passagen nicht. So, hilft mir doch jemand. Jetzt komme ich nicht mal mehr auf das orangene Blatt. Wirklich knapp dort oben jedes Mal mit dem Pfeil-Ding. Okay, jetzt. Ich hatte schon wieder aufgegeben, aber es ging doch. Okay, ich bin wieder hier. Oh, sehr gut. Nee, hier war ich noch nicht. Ich dachte, ich bin. Ach so, stand ja da unter Stadt. Ich dachte, ich bin in meiner Zuflucht. Wartet. Ach, du meine Güte. Warte, die Zuflucht ist nach rechts. Hä? Wie geht das denn jetzt? Wurde ich jetzt hierher teleportiert wegen Demo? Ja, ne? Weil am Anfang stand ja da, das ist sehr linear jetzt in der Demo. Was ist hier noch? Jahandra. Jahandra? Hoch oben haust Jahandra bis in alle Ewigkeit. Jahandra besitzt den Körper eines Löwen, das Gesicht eines Menschen sowie den Schwanz eines Skorpions und hat schon immer Menschen verschlungen. Wer in den hyrkanischen Wald reiste und seinen Pfad kreuzte, verschwand für immer. Um seinen Hunger zu stillen, schritt Jahandra einmal durch das Tor der Zitadelle und verbreitete 3 Tage lang Schrecken. 500 Krieger wurden beauftragt, ihm entgegenzutreten. Nicht ein einziger überlebte. Darius war noch ein junger König. Bewaffnet mit dem Königsschwert, das Kaheva für ihn geschmiedet hatte, forderte er Jahandra heraus. 100 Mal wich er seinen Giftstacheln aus, 100 Mal konterte er seine Angriffe. Darius beschwor Atar, die heilige Flamme. Jahandra hatte nie solch einen Widerstand von einem Sterblichen erlebt. Er war besiegt. Darius verschonte sein Leben, sperrte ihn jedoch in der oberen Zitadelle ein.
So begann die Legende von Darius, König aller Könige, dessen Weisheit und Mut Persien in der ganzen Welt erstrahlen ließ. Komme ich dort jetzt dann quasi jetzt hier hin? Noch ein Bosskampf? Wartet mal, ich will mal gucken, ob ich in unsere Zuflucht zurückkomme. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, okay, schade. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang. Oh, das ärgert mich, dass ich die obere Stadt mir nicht angeschaut habe. Ich komme dort ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr hin. Und wenn ich hier rüber gehe, dann vibriert mein Controller. Das ist nie ein gutes Zeichen. Plötzlich geht man hier die Treppe hoch, wo man die ganze Zeit vorne liegt. Oh, wir kriegen hier nochmal Pfeile. Bossfight. Oder auch nicht? Doch. So, meine letzten Worte. Ja, wird schon. Doch kein Bossfight. Aber der hat ein bisschen wie Big Brother geklungen. Okay, aber die Spitze des Skorpionsstachels war auf jeden Fall Gift, würde ich sagen. Vielleicht, wenn man das weiß, vielleicht gar nicht so verkehrt, dass man dann vorher dieses Amulett sich besorgt, was hier Giftschaden reduziert. Ja, cool. Doch, ja. Finde ich nicht schlecht, das Spiel. Ich muss mir das nochmal in Ruhe angucken, was das Spiel kostet, etc. pp. Aber ich finde es nicht schlecht. Ich habe jetzt mit Controller gespielt, wie ich ja mehrmals erwähnt habe. Lässt sich gut steuern. War jetzt in der Demo viel Steuerung auf einmal zu merken. Ich denke, wenn du das Main, also das Hauptspiel, die Vollversion spielst, kriegst du das ja nach und nach auch ein bisschen, kriegst mehr Übungen. So war es jetzt so ein bisschen reingeschmissen. Aber ich mag die Charakterzeichnungen. Ich mag... Das sieht auch ganz cool aus, der Ladescreen. Ich mag die Charakterzeichnungen. Ich mag aber auch die Optik des Spiels an sich und der Cutscenes, wie jetzt gerade noch am Ende mit dem Boss. Das sah schon auch cool aus. Ja, ich habe jetzt nur noch nicht ganz verstanden, wofür diese Prophezeiung war. Ich habe ja an der einen Stelle, es war eine Prophezeiung, oder? Habe ich ja so eine Prophezeiung aufgemacht oder so. Da weiß ich jetzt noch nicht so richtig, was damit passiert, ob man die irgendwo dann nachlesen kann oder... ja. Und auf jeden Fall wirst du nach und nach Fähigkeiten wohl dazu bekommen, dass du überall dann nochmal hin musst, um eben an höhere Stellen zu kommen. Wie dieser eine Barren, den wir nicht einsammeln konnten. Den kann man sicherlich später sich holen. Und so weiter und so fort. Doch, ich finde, das ist... Also, ich spiele selten Sidescroller. Es ist kein Sidescroller. Es ist doch eigentlich schon, oder nicht? Ach, ich weiß es nicht. Ich spiele selten Spiele in dieser Art und Weise. Und ich werde mir das auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen lassen, ob das Spiel was für mich ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung ist.
Wie fandet ihr das Spiel optisch? Wäre das was für euch? Interessiert euch die Story oder ist es nicht so euer Thema? Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagt, wie ihr das Spiel fandet. Die Demo. Ich find's gut. So. In diesem Sinne kann ich mich nur dafür bedanken, dass ihr mir zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns bestimmt demnächst hier wieder. Auf YouTube. Mit einem anderen Projekt. Ja. Ich winke und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.